Immer mehr Betriebe haben Probleme, ihre freien Stellen zu besetzen. Einige Unternehmen verlegen die Produktionen sogar ins Ausland. Wir von ISA-TV sagen dem Fachkräftemangel den Kampf an. Aus diesem Grund stellen wir nun regelmäßig in unserem Wirtschaftsmagazin Unternehmen aus der Region vor, die vor allem als Arbeitgeber interessante Möglichkeiten bieten. Beginnen wollen wir in Vilsbiburg mit der Firma Flottweg. Flottweg ist einer der führenden Hersteller von Zentrifugen. Zentrifugen für die Klärung von Flüssigkeiten, für das Entwässern von Feststoffen, für das Konzentrieren von Feststoffen. Diese Maschinen werden eingesetzt in den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel in der Entwässerung von Klärschlämmen, in Kläranlagen, in Brauereien, für die Klärung von Bier, für die Herstellung von Fruchtsäften, in der Mineralölindustrie zum Beispiel, für Ölschaumaufbereitung, Stärkeherstellung aus Weizen oder Kartoffeln, also unterschiedlichste Anwendungen. Die Firma Flottweg, gegründet in der heutigen Form, wurde 1932 in München. Die Flottweg Motorenwerke, wie es damals hieß, produzierten Flugzeugmotoren. Und während des Zweiten Weltkriegs musste dann die Produktion halt ausgelagert werden. Im Jahr 1943 kam Flottweg dann nach Vilsbiburg. Wir haben ein internationales Netz von Vertriebs- und Servicegesellschaften, insgesamt 9 Tochterfirmen in den wichtigsten Industriestaaten wie USA, China, Russland, Australien, Frankreich. Zusätzlich haben wir dann noch an die 40 Vertretungen, die unsere Produkte weltweit vertreiben. Wir haben hier am Standort über 500 Mitarbeiter. Wir haben weltweit über 650 Mitarbeiter. Ja, und unsere Philosophie ist, nur gut motivierte Mitarbeiter, die sich mit den Zielen des Unternehmens identifizieren, sind die Grundlage für unseren Erfolg. Der Kunde entscheidet sich für Flottweg, weil er erstmal mit die besten Maschinen bekommen kann am Markt. Aber eben nicht nur die Maschine, sondern auch dieses Gesamtpaket, die Lösung für sein Problem. Wir schauen nicht nur auf die einzelne Anwendung, sondern wir schauen, wie ist das im Ganzen, wie ist der gesamte Prozess strukturiert, was können wir tun, dass der Kunde sicherstellen kann, dass er mit unserer Anwendung, mit unseren Produkten seine Probleme am besten lösen kann.